Wie war es gestern Abend vor dem Fernsehen? Ja, ich schaue gern Fußball. Schön. Aber, ja, Portugiese können kicken. Das habe ich vorher schon gewusst. Und ich habe die schon gesehen, Sporting. Ist der Trainer übrigens. Habt ihr den Trainer erkannt? Von der... Müsst ihr nochmal erkennen? Estoril, ja. Ja, Estoril. Genau, der ist nach Sporting. Ja, das war interessant. Ja klar, da ist natürlich ein Umbruch, ist ein neuer Trainer da. Dann Obasi hat jetzt wieder vermehrt gespielt. Das ist natürlich auch eine Findungsphase bei Schalke. Aber natürlich mit den Erwartungen, die da sind und Ansprüche, die Schalke 04 hat. Fakt ist, sie brauchen wenig Torchance, um Tore zu machen. Wie man gegen Hertha BSC gesehen hat. Oder gegen Augsburg. Das ist eine große Qualität, weil sie herausragende Individualisten haben, die dann mit wenig Torchance viel Effizienz erzielen. Wir haben nur einmal trainiert, aufgrund der kurzen Woche, aber waren alle sehr, sehr präsent und auch die Qualität hat mir wirklich gefallen vom Training, das muss ich schon sagen. Merkt man natürlich auch, dass du dann ein bisschen breitere Brust kriegst, weil du jetzt einfach die letzten zwei Spiele mit dem Pokalspiel dann einfach zwei Spiele auswärts ordentlich gestaltet hast und ordentliche Passqualität und all so Sachen hat. Und Autoren haben Tore geschossen, haben mit den zwei Auswärtsspielen 6 Tore geschossen. Das ist eine Leistung, das ist gut. Wir haben nicht viel zugelassen in Köln und ich finde, man hat auch dann in manchen Abläufen gesehen, dann, dass da irgendwie auch wieder Freiburg da ist, die Fußballspiele. Und es hat mich gefreut. Ich habe einiges oder nicht weniges einfach erkannt an dem, was wir wollen.